zwei Haltungswerte, Wertschätzung, wir werden das Gemeinsame vor das Trennende stellen, das Positive vor das Negative. Vorgestern habe ich ein Video auf meiner Facebook-Seite gestellt, da hat ein junger Kandidat in Niederösterreich erzählt, warum er für NEOS kandidiert. Und ich habe mir gedacht, den Text habe ich selber geschrieben. Ja? Also der hat das wirklich, weil es früher gab, wir haben es nie gesehen und da kommen Gedanken nicht in den Worten, wie ich sie setzen würde, aber komplett deckungsgleich in der Haltung, im Zugang auf Politik. Und das ist berührend. Aber wir sind als NEOS in Phase 3, wenn man so will. In Phase 4 sind wir dann Sitznachbarn. Hoffentlich demnächst mit den Grünen. Schauen wir mal. Wir hoffen schon, dass sie reinkommen. Also, man kann mit Entschlossenheit und mit einem guten Team, mit Esprit, sachlicher Leidenschaft, der Hürden überwinden, die für unüberwindbar gehalten werden. In der Phase 2 haben wir dann kackelt wie die Wilden im Parlament, muss man dazu sagen. Da anzukommen ist das eine, da drin dann sich zu bewähren, das ist gar nicht so trivial. Das ist extrem komplex, das Parlament. Plötzlich sind Dinge geschehen, die früher nicht gegangen sind. Wir haben gemeinsam mit den Grünen unter anderem, und die Grünen haben 20 Jahre dafür gekämpft. Und jetzt ist gegangen, den Untersuchungsausschuss als Minderheitenrecht verankert. Wir haben, ich habe es eh erzählt, wir haben, nachdem ich mit der Hunsdorfer noch in Albach und der Böcklerhof nachts am Anz diskutiert hatte, einen Monat vor der Wahl zum Thema Luxuspension, habe ich gesagt, Sozialdemokrat. Und da sind Pensionisten mit 33.000 Euro pro Monat, 15 Mal im Jahr, während Durchschnittspension der Frau bei 830 Euro lebt. Wie kann das ein Sozialdemokrat durchdrucken? Könntest du noch verstehen, wenn der alles selbst einzahlt hätte, aber wir bezuschussen das aus Steuergeldern. Also die Sonderpension wird mit bis zu 1 Million auf Lebenszeit bezuschusst, während die durchschnittliche AsVG-Pension aus Steuergeldern mit 100.000 bezuschusst wird. Also Umverteilung von oben nach unten, von unten nach oben. Ja, da kann man nichts machen. Wohlerworbene Rechte, ja, das ist halt so und so weiter. Wir haben was gemacht. Ja, früher haben wir da hineingeschnitten, weil es eine Frage der Gerechtigkeit ist. Auch kein Zufall. Hat man 20 Jahre probiert, jetzt ist es gegangen. Und die Politik ist natürlich auch ein bisschen ein düsterer Ort geworden und da braucht es auch Leute, die lustvoll anpacken. Politik ist für uns der Ort, wo wir uns ausmachen, wie wir miteinander leben. Eine ganz banale Definition. Politik ist der Ort, wo wir uns ausmachen, wie leben wir miteinander. Jawohl, das ist wie bei der Hochzeit. Willst du auch mit mir? Okay. Das ist gefährlich. Solange kein Blut drauf.